Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Notruf 112, die Feuerwehrsimulation Teil 2. So, wir fangen direkt wieder an, starten mit einem Einsatz. Mal schauen, was uns heute erwartet. Achtung, Brandschutz, Containerbrand. Einsatz für TLF-1. Kantweg. So. Dann machen wir uns mal auf den Weg zum nächsten Brandeinsatz. So. Das letzte Mal war ein Wohnungsbrand, jetzt ein Containerbrand. Mal schauen, was uns da jetzt erwartet. So, wir schließen die Türe und dann können wir auch schon los. Ich bin wieder leise für die Funksprüche. Kommen. Hier Leitstelle Mülheim. Kommen. Frage nach weiteren Informationen zum Einsatz. Kommen. Rauchsäule bestätigt. Personen im Gefahrenbereich. Kommen. Verstanden. Ende. So, dann begeben wir uns jetzt mal in Richtung des Einsatzortes. Mal schauen, wie weit ihr. Ach, da hinten ist es doch schon. Da sieht man doch schon die Rauchwolke. So, Personen im Gefahrenbereich, das heißt, die müssen wir auf jeden Fall erstmal da entfernen. Das sieht ganz danach aus, dass wir das ohne weitere Unterstützung gelöscht bekommen. Ja, das kriegen wir hin. Die Person schickt mir mal weg, sobald wir angehalten haben. So. Leitstelle Mülheim 1 TLF 4001 kommen. Hier Leitstelle Mülheim, kommen. Erste Lagemeldung. Container in Vollbrand. Maßnahmen werden eingeleitet. Lage wird weiter erkundet. Kommen. Das ist verstanden. Ende. So, ja, normalerweise wartet man da jetzt nicht drauf, aber wenn ich in diese Ansicht gehe, hört man das dann ja nicht mehr. Darum machen wir jetzt erst einmal hier weiter. So. Jetzt muss ich mich schon ein bisschen konzentrieren gerade. So, alles klar. So, wir wechseln die Kameraperspektive und schauen uns doch mal die Begebenheiten an. Ja, wie gesagt, normalerweise wartet man nicht, bis die Funksprüche da durch sind, aber in dieser taktischen Ansicht hört man die halt nicht und das finde ich persönlich ein bisschen schade, jetzt die neuen Funksprüche nicht zu hören. So. Das haben wir. Was haben wir jetzt hier? Einmal noch Fahrbahn absichern, genau. Wunderbar. Einsatzort organisieren. Nee. Brandbekämpfung. Löschangriff. Schnell. Aber ich wechsle mal gerade in den Maschinisten, dass ich einmal kurz mit der Person spreche. So. Kommen. Hier Leitstelle Mülheim, kommen. Weitere Lagemeldung. PA zur Brandbekämpfung vor. Keine Personen im Gefahrenbereich. Kommen. Das ist verstanden. Ende. Okay, jetzt sprechen die beiden auch noch mal miteinander. So, dann gehe ich mal in diese Ansicht, starte die
Pumpe. Wie viel macht man? Mach mal komplett. So, dann lassen wir ihn doch da mal löschen. Die Person ist in Sicherheit. Ich denke, geht's soweit gut. Dahin ist auch alles wunderbar. Brandherd hat sich verändert, ja. Ich würde das ganz gerne aber sehen. So, so geht das auch wunderbar. Dann sehen wir jetzt ihm dabei zu, wie er das Feuer hoffentlich erfolgreich löscht. Aber es sieht doch bislang schon mal ganz gut aus. Ich glaube, wir wechseln jetzt einfach mal wieder in die Rolle und löschen hier noch mal ein bisschen selber. So. Ein bisschen hier hin. Kommen wir gerade schlecht ran. So, einmal um die Ecke rum. So, jetzt hier das noch. Mal von der Seite hier. Hier scheint alles gut zu sein, aber da flackert es doch noch irgendwo. Aber ich würde tatsächlich jetzt erst einmal nach Glutnestern suchen. Jo, das machen wir. Brandbekämpfung, Glutnester suchen. Was war das denn jetzt gerade hier im Bild? Keine Glutnester gefunden. Damit hätte ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet. Ah, okay. Hier schaut er jetzt nochmal nach. Ich dachte, er hat jetzt schon alles einmal kontrolliert. Auch da nicht. Da schaut er jetzt auch nochmal nach. Im Normalfall hat man ja irgendwo immer noch mal ein Glutnest. Kann mich nicht daran erinnern, mal einen Einsatz gehabt zu haben, wo keins mehr da war. Aber hier scheint es tatsächlich mal der Fall zu sein. Jawohl, er geht weg. Damit würde ich sagen, können wir schon wieder zusammenpacken, rein theoretisch, ne? Was macht er da jetzt? Einsatzort organisieren? Nee. Okay, aber scheinbar sind wir hier durch. Das heißt, ich packe jetzt einfach mal selber hier die ersten Sachen weg. So, wo kamen die denn hin? Hier oben, glaube ich. Ja. So. Dann wechseln wir nochmal den Angriffstrupp. Packen den hier weg. Wunderbar. Packen den hier weg. Wo hatte ich die denn weggenommen? Hier unten, ne? Jawohl. Die Atemschutzausrüstung einmal wegpacken. Dann können wir das auch schließen. Das schließen. So, und jetzt gucken wir mal in die Tactical View. Wir immer noch nicht machen. Okay. Moment. Was passiert, wenn ich hier zusammenpacken drücke? Nichts. Okay. Dann mache ich mal eben hier alles zu. Die Pumpe müssen wir noch ausmachen. So. Und dann machen wir mal zu. So. Ah,
Ja, ich weiß nicht warum, aber manchmal funktioniert das da bei dem Zusammenpacken leider nicht so ganz. Ich hoffe, dass wir jetzt gleich hier ohne Probleme abrücken können, wenn ich den Wagen hier zu habe. So. Das hier noch. Das zu machen. Wunderbar. Leiter können wir auch schließen. So. Damit haben wir es hier soweit geschafft und würde jetzt genau abrücken. Fahren wir mal zurück in die Wache. Allzu weit ist das ja nicht. Und ich denke, dass hier jetzt auch gleich wieder Funksprüche kommen werden. Deswegen bin ich wieder leise. Leitstelle Mülheim 1 TLF 4001 kommen. Hier Leitstelle Mülheim, kommen. Abschließende Lagemeldung. Feuerhaus, Einsatzstelle an Hausbesitzer übergeben. Rücken wieder ein. Kommen. Das ist verstanden. Ende. So, damit haben wir den Einsatz, denke ich, erfolgreich abgeschlossen. Ich bin mal gespannt, was uns als nächstes erwartet. Und ja, den nächsten Einsatz werden wir aber jetzt nicht mehr diese Folge machen. Ich würde schon fast sagen, die Heimfahrt ist, denke ich, ein wenig uninteressant. Daher würde ich sagen, verabschiede ich mich für heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr ein Like da lasst oder einen netten Kommentar schreibt oder natürlich ein Abo da lasst. Darüber würde ich mich wie immer sehr freuen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.